Borderlands 3, meine Damen und Herren, ist ab Freitag, dem 13. verfügbar im Epic Store. Wie sieht das da bei euch aus? Holt ihr es euch oder sagt ihr, ich finde es schade, dass es nicht auf Steam verfügbar ist, denn ich habe natürlich lieber alles auf einem Launcher, um da die Spiele zu sammeln, die Stunden zu sammeln und so weiter und so fort. Trust Factor, Pipapo, das alles einfach aufeinander zählt. Aber leider hat Epic ja, ich glaube, ein Jahr lang oder so, das weiß ich jetzt nicht genau, eben diese Exclusive-Rechte daran, dass es nur bei ihnen zu kaufen ist. Adrian hat mich vor ein paar Tagen angeschrieben und das Bild abfotografiert oder abgevideot und gesagt, ey, am Freitag, an dem Livestream, an dem Freitag, zocken wir Borderlands, wow, und so weiter und so fort. Also ich denke, ich werde es mir auf jeden Fall holen. Wir haben ja eh schon gesagt, dass wir spielen wollen, von daher werde ich da nicht drum rumkommen. Auch wenn ich den Preis von 59 Euro für die absolute Standardversion natürlich für ein PC-Spiel dann irgendwie doch etwas crank finde. Am PC ist man es irgendwie so gewohnt, dass die Sachen halt einfach mal 20 Euro günstiger sind wie auf Konsole, oder? Oder 10 Euro, meistens zumindest. Apropos Livestream, jetzt gleich um 18 Uhr ist wieder Livestream. Dienstags 18 Uhr. Kommt dazu, wir spielen noch kein Borderlands, sondern CSGO. Borderlands dann erst am Freitag, ja? Also heute 18 Uhr, bam. Link ist in der Beschreibung und im angepinnten Kommentar. So, Borderlands, mehr Informationen. Ich habe gerade den Epic Launcher offen. Es gibt da drei Varianten. Einmal Borderlands 3, 60 Euro. Danach Borderlands 3 Deluxe Edition, 80 Euro. Und zu guter Letzt Borderlands 3 Super Deluxe Edition, 100 Euro. Happiges Ding. Wenn es jetzt auf Steam wäre und ein paar Euro günstiger, würde ich mir, denke ich, die Deluxe-Version holen, weil Borderlands eine extrem geile Spielreihe ist. Also ich denke, der dritte Teil wird genauso geil wie der erste und der zweite, ja, wenn nicht noch besser. Wir können schön zusammen hustlen und auch die DLCs haben in den letzten paar Teilen Spaß gemacht. Von daher könnte man sich das dann schon holen. Natürlich kann man sich auch bei Kinguin, MOGA und so weiter mal umgucken, wie es da so aussieht. Aber meine Frage an euch ist eigentlich... Moment, die Katze miaut. Die Katze ist auch absoluter Borderlands-Fan. Wie sieht es bei euch aus? Holt ihr euch direkt Borderlands 3? Wartet ihr ein bisschen, bis es günstiger ist oder bis es auf Steam erscheint? Also ein Jahr oder so? Hier steht nicht dabei, wie lange sie diese Extra-Edition haben. Was macht ihr da, Kätzchen? Was machst du? Willst du schmusen jetzt oder was? Sie weiß es nicht so genau. Sie steht mal vor mir, schlägt mir ihren Schwanz ins Gesicht. Die freut sich halt schon brutal auf Borderlands, das ist klar, ne? Ich denke, für die meisten wäre es cooler, wenn es auf Steam rauskommen würde. Aber es ist halt Epic geworden. Was soll's? Mir macht es an sich mit Epic jetzt nicht so viel aus, weil Epic ist. Also ich habe nichts gegen Epic, sondern wirklich nur, weil ich gerne alles auf einem Launcher hätte. Und wenn ich alles auf Epic hätte, hätte ich gerne alles auf Epic. Schluss aus, aber ich bin halt eher der Steam-User. Hier steht übrigens gerade dabei, enthält das Psycho-Bundle für Fortnite. Bis zum 31. Dezember 2020 enthält Borderlands 3 das Psycho-Bundle-Paket für Fortnite kostenlos. Wow. Das Bundle enthält das Psycho-Banditen-Outfit, den Claptrap-Begleiter und Psycho-Bass-Äxte. Kaufe eine Version von Borderlands 3 unten und melde dich bei Fortnite an, um das Bundle zu haben. Okay, gut. Ist jetzt ja nicht so unser Fall. Holt ihr es euch direkt? Seid ihr am Freitag am Start? Man kann es ja nur zu dritt oder zu viert spielen. Nehme ich an, so wie die letzten paar Spiele auch. Daher erkläre ich euch mal direkt, weil das schon oft im Stream gefragt wurde, wie das dann ablaufen wird, wenn wir das im Stream zusammen spielen. Oder vielleicht auch mal für ein Video. Also ich werde die ganze Sache so machen, dass ich mir natürlich einen Charakter mache. Ich habe dann irgendeine Figur, jemanden, den ich halt haben möchte. Dann spielen wir im Stream einfach mit den Leuten, die da sind. Mit halt zwei, drei, je nachdem wie viel mitspielen können. Und dann legen wir los. Und im nächsten Stream oder in der nächsten Session, wie auch immer, haben wir keine festen Leute, sondern spielen dann mit denen, die dann da sind. Also ich möchte nicht, dass es so wird, dass man sich abspricht von wegen, ach übrigens, das wird jetzt eine feste Sache, du darfst mit dem Account immer nur spielen, wenn wir da sind, bla bla bla, nee. Ja, also ich spiele immer mit denen, die halt dann gerade da sind in den Livestreams und fertig ist der Lack. Ich kann euch hier auch noch geschwind die Minimum und die empfohlenen Voraussetzungen an euer System vorlesen. Erstens, Minimum, Windows 7 oder 10 Latest Service Pack. Des Weiteren ein AMD FX 8350 Prozessor oder ein Intel i5 3570, mindestens 6 GB RAM, eine AMD Radeon HD 7970 oder eben eine Nvidia GeForce GTX 680 mit 2 GB und 75 GB Festplattenspeicher. Empfohlen wäre hingegen ein AMD Ryzen 5 2600 oder Intel i7 4770, 16 GB RAM, eine AMD Radeon RX 560 oder ein Nvidia GeForce GTX 1060 mit 6 GB und eben auch natürlich die gleiche Gigabyte-Anzahl an Plattenspeicher. Welche Version holt ihr euch? Version 1, 2 oder 3? 1 ist wie gesagt nur das Spiel, ja. Der originale Shooter-Looter kehrt zurück mit Bazillionen an Waffen und einem wahnsinnigen Abenteuer. Ballere dich durch neue Welten und Feinde und rette deine Heimat vor dem Blablabla. Borderlands Deluxe-Version enthält zusätzliche digitale Inhalte. Okay, ja, dieses Fortnite-Paket, Wahnsinn. Irgendwelche Booster-Pakete und so fett.
Hier, Retro Kosmetik Pack, Neon Kosmetik Pack, Gearbox Kosmetik Pack, Spielzeugkisten Waffen Pack, anwendbare EP und Boost Kram. Das ist in der speziellen Edition, in dieser Deluxe Edition drin. Und in der Hardcore Deluxe Edition, da ist natürlich ein Season Pass drin. Da habt ihr auf 4 Kampagnen DLCs mit 9 Stories, Missionen und Herausforderungen Zugriff, Arschgaul Waffen Skin. Halt Skins. Und sonst nur noch die gleichen Sachen wie bei dem Deluxe-Pack. Das heißt, hier in diesem Super Deluxe-Hardcore-Pack ist halt ein Plus der Season-Pass dabei und nochmal ein Arschgaul-Skin für Granaten, Waffen und Waffen. Ich werde mal schauen, was ihr euch da holen werdet und guckt dann, dass ich mich daran orientiere. Da ich mir gut vorstellen kann, dass wir das Spiel halt auch öfter und länger spielen werden und somit auch vielleicht DLCs spielen werden, also in den Streams zumindest, ja. In den Streams auf jeden Fall, weil das halt das perfekte Spiel für uns ist. Da ich mir das gut vorstellen kann, wäre es natürlich sinnvoll, dass ich alles am Start habe. Aber es gibt ja auch noch, wie gesagt, externe Seiten, wo man so Zeug kaufen kann. Da können wir ja mal gucken und das Ganze im Auge behalten. Vielleicht lohnt es sich auch erstmal nur das normale Spiel zu kaufen und dann in 3 Monaten, wenn wir soweit sind, oder 2 Monaten oder in einem Monat oder was für sich, dann eben so ein Deluxe-Ding dazu zu buchen für ein paar weitere Euro, ja, also ein Season Pass eben dazu zu kaufen. Es wird sicherlich eine coole Zeit. Ich habe mir vorhin den Trailer angeschaut. Schmuckes Ding. Würde ich auch gerne hier einspielen, aber ich weiß nicht, inwiefern die Musik dann wiederum nutzbar ist. Also ich will nicht, dass wir dann ein Claim drauf haben und dann ist die ganze Show so weg. Von daher habe ich jetzt einfach nur auch CSGO im Hintergrund. Ich wollte jetzt nicht irgendwelche Sachen zeigen. Dinge vorab zeigen ist immer schwierig. Vorab spielen ist auch schwierig. Man kann natürlich so ein Embargo umgehen, indem man vom Publisher irgendwelche Rechte bekommt. Aber da habe ich auch nicht angefragt. Deswegen gibt es auch nur CSGO im Hintergrund. Aber ich denke, da es hier rein informativ darum geht und ich euch fragen möchte, was ihr denn so denkt, euch dann dazu kaufen, ist es kein Problem. Vor allem habe ich gewonnen, verstehe ich. Im Hintergrund habe ich gewonnen. Also vielleicht, wenn wir hier noch nicht am Ende angekommen sind, habe ich vielleicht auch noch nicht gewonnen. Ihr müsst es wahrscheinlich bis zum Ende angucken, das Video. Bittere Pille. Je nachdem, wie viel ich hier eingesprochen habe, werde ich es eh schneiden, das Gameplay im Hintergrund. Meistens ist es viel zu lang und dann schneide ich einen riesen Fetzen raus, damit dann das Ende noch sichtbar ist. Und vergesst nicht, dass am Samstag und am Sonntag spezielle CSGO-Livestreams sind, denn da haben wir dann mit eSportle dieses Techtelmechtel. Da werden wir samstags mindestens 5 eSportle Matchmaking spielen und Sonntag auch mindestens 5. Wir werden also 10 Matchmakings dann noch machen. Ich werde die Sache vielleicht auch mit Wallen zusammen machen. Also wir starten zusammen gleichzeitig und beenden die Show auch gleichzeitig, so ein Together-Stream. Und vielleicht, nur ganz arg vielleicht, werde ich ihn fragen, ob wir daraus eine Session hier machen. Ob er seinen Kram herbringt, hier bei mir ins Büro, und wir uns wieder zusammen aufbauen. Das wird dann zwar trotzdem, glaube ich, kein 12- oder 24-Stunden-Livestream, weil wir dafür nicht genug Zeit haben. Wir müssen diese 2 Fünferblöcke wohl auch wirklich einmal Samstag und einmal Sonntagabend machen, weil wir am Tag, also beide am Wochenende, viel zu tun haben. Aber trotzdem wäre es cool, wenn er dann für die 5, 6 Stunden, naja, für die 5, vielleicht werden es auch 6 Stunden, dann hier wäre. Gut, Leute. Edle Knete. Wir sehen uns dann gleich im Livestream. 18 Uhr geht's los. Es wird wieder CSGO gespielt und danach wahrscheinlich TTT. Bis gleich. Vielen Dank für eure Likes. Vielen Dank für die Kommentare. Gut.